Moin. Moin. Wie ihr seht, wir sind am Strand. Im Hintergrund haben wir schon ein bisschen aufgebaut, weil heute geht's auf Fische. Ah, Peter ist immer so ungenau. Ich weiß nicht, ob er Angst davor hat, aber wenn man an der Ostsee ist, worauf geht's in der Regel? Wenn man vom Strand angelt? Welche Fischarten wollen wir beangeln? Wir machen Dorsch und Plattfisch. Richtig. Also Flunder, Klische, also in erster Linie. Genau. Ja. Und mal gucken, was da so heute passiert. Wir haben heute noch einen Stargast dabei. Zwei, ja. Richtig. Micha und Micha. Genau. Deswegen habe ich wahrscheinlich eins gesagt, weil der Name gleich ist. Also da hatten wir doch mal was mit Sammelbegriff. Oder? Genau. Ja, das war, damals war das Basti. Da war es Basti, ja. Heute ist es Micha. Heute ist Micha. Genau. Und Micha wird uns auch ein bisschen was erklären, ein bisschen was zeigen, weil er ist der absolute Brandungsspezi. Wir dagegen mal sporadisch. Ja, also Laie ist noch übertrieben, würde ich sagen. Ja, sowas in der Richtung. Na, also deswegen Micha heute dabei. Wir werden mal gucken, ob wir es von der Brandung hinbekommen, dass der Ton passt, dass wir das direkt am Wasser machen. Wenn das nicht passen sollte, werden wir die Tage nochmal einen kleinen Nachdreh machen. Bei mir wahrscheinlich auf dem Gehöft oder irgendwo anders, wo wir dann nochmal genauer darauf eingehen werden, wo Micha sein ganzes Fachwissen breittreten kann. Ja. Weil der ist so vollgestopft damit. Wir haben eben gerade nur 2 Minuten mit ihm gesprochen oder auch 3. Das geht gar nicht. Also unglaublich, was da oben alles in seinem Rübchen so vorgeht und was der an Wissen hat. Wahnsinn. Das stimmt. Also das weiß ich ja von ihm. Ne? Ich kenne ihn ja schon sehr lange. Und er ist ja absolute, was Brandungsangeln angeht, also eine absolute Koryphäe. Ja. Das kann man so sagen. Ne? Also wir wollen mal gucken. Wir werden weiter aufbauen und wir dann werden mal gucken. Beködern und los geht's. Genau, ob wir ein paar Fische rauskriegen. So machen wir das. Also, bis später. Bis Peter, du hast ja jetzt gerade so ein bisschen Sand genommen und die Ködernadeln massiert. Ja, manchmal ist so eine Massage ganz gut. Es kann immer mal passieren, dass sie ein bisschen anlaufen und dann stumpf werden. Wenn man den Wurm darüber zieht, ne, wir zeigen das gleich mal, dann kann es sein, dass er auch platzt und dann nicht mehr hält am Haken. Ne? Also ziehe ich die mit Sand einmal ab, das ist wie mit Sandpapier, so ganz fein, ganz vorsichtig, und die ist wieder richtig glatt hier. Die 2 Peitschen sind im Wasser. Also haben wir schon geködert und ausgeworfen und hoffen, dass wir am Tage eine schöne Platte fangen. Und wenn man sich so Vorfächer kauft im Laden, gibt da eine Riesenmenge, oder man baut sich die selber. Und wenn man sich die selber baut, kriegt man das ganze Equipment dazu, das kriegt man im Laden. Und das ist meistens auch sogar auch besser. Meistens. Ja. Wenn man dennoch einen Spezi dabei hat, der sich damit bestens auskennt und einem auch zeigt, wie man das selber baut, dann ist das natürlich noch viel besser. Man kann aber auch gekaufte Vorfächer nehmen. Ich habe mal ein paar verschiedene mitgebracht hier. Sogenannte Weitwurfvorfächer hier. So mit Einhänger, dass der Haken ganz dicht am Vorfach ist, dass der eben nicht absteht. Das ist ganz wichtig. Sowas. Oder das gibt auch sowas mit Buttlöffel, zwei so Vorfächer, Flurvorfach, kriegt man schon so mit Perlen, mit den verschiedensten, ne? Da brauchen wir dann unten auch nur noch Blei einhängen, fertig ist das, das ist auch nicht schlecht. Das gibt es aber auch, ich guck mal, ob ich sowas hab, ich habe bestimmt sowas, mit so Seitenarmen dran, sowas hier. Für kurze Distanzen, das heißt, wenn wir an eine Keimmauer stehen oder an eine Mole stehen oder so, da sind so eine Seitenarmvorfächer nicht so verkehrt, entweder so rum oder eben auch andersrum. Sowas hier, ne? Das ist auch so ein Brandungsvorfach, naja,
Also die für die Strömung in einem Hafengebiet, an einem Mole oder so, da sind die okay. Aber so mit diesen Seitenarmen am Strand ist immer, das hat einfach, oder so wie hier mit nichts weiter dran, das hat einfach zu viel Luftwiderstand und mir geht natürlich viel Wurfweite verloren. Ja, und deswegen fischen wir die am Strand eher selten. Also, da dann lieber diese mit Einhänger als Weitwurfvorfach, das ist dann da wesentlich besser geeignet. Aber dazu wird uns, denke ich, Micha noch ein bisschen was erzählen. Ich werde ihm das hier mal alles in die Hand drücken und dann kann er mal... Ich glaube, ich weiß, was damit passiert. Er schmeißt sie bestimmt weg. Genau. Weil Micha baut seine Montagen alle selber. Also, und die wir heute fischen, die hat auch Micha gebaut. Speziell für Platte, ne? In verschiedenen Farben. Und dann gucken wir mal, was da funktioniert. Peter sprintet zur Route, so schnell komme ich gar nicht hinterher und schreit laut Biss! Was los, Peter? Ja, ich stehe an der Angel, ne? Ja, ich habe gerade schon gesagt, du sprintest zur Angel und schreist laut Biss. Ja. Und ich komme gar nicht hinterher. Genau. Wollen wir kontrollieren? Ja, denn. Nee, da ist nichts dran. Soweit wie Peter geschmissen hat, braucht das Ganze ein bisschen länger. Doch, doch, da ist was dran. Oha. Aber Micha! Petri, der erste Fang des Tages. Eine kleine. Use. Da. Also, das hier ist beschuppt, hat keine Knochenhöcke. Das ist eine kleine, junge Klische. Ja, Peter, Petri heil. Oh, Micha mit Biss und Fisch. Na Micha, Fisch? Ja. Was denkst du, Platt, Dorsch? Plattfisch. Plattfisch. Eindeutig. Eindeutig, weil Peter hatte ja vorhin einen kleinen Dorsch irgendwie, der ihm dann abhanden gekommen ist. Wir haben ihn noch kurz gesehen. Und ein Pocher, die dürfte maßig sein. Maßig. Micha sagt gerade, die dürfte maßig sein und das sieht auch tatsächlich so aus. Das ist okay. Petri, heil. Petri, dann. Ja, die geht schon, die hat so, ich schätze, 29. Und jetzt müssen wir nach. Ja. Micha sagte ja gerade, er schätzt so auf 29 cm und jetzt messen wir einmal nach. Ah, 30, verschätzt. Warte. Tatsächlich, 1 cm, Micha, aber Hut ab. Und Micha hier tierisch vorbereitet. Hier hängt schon das nächste. Das heißt, wenn einmal Köder draußen ist aus dem Wasser, wird gleich gewechselt, sodass das schneller geht, ja? Ja. Ja. Ist ja alles Angelzeug. Und dafür spielt jetzt aber die Farbe relativ keine Rolle, weil eben sagtest du was von der Grün, jetzt ja, hast du ja... Und das werden wir testen, ob das wieder so hinhaut mit der anderen Grün. Die ist, der Vorfach ist ja gleich wieder fertig. Alles klar. Genau. Dann gucken wir mal. Jo. Wenn wir vom Strand aus angeln, habt ihr bestimmt auch schon gesehen im Film oder so, da angeln wir mit riesigen Dreibeinen, die unwahrscheinlich hoch stehen, dann noch Ruten so um die 3,90, 4,20 oder auch länger, die dann auch nochmal so hoch stehen und da fragt man sich, was soll das? Ja. Hierbei muss man bedenken, wir haben hier verschiedene Sandbänke drin
da staut, wird das ja flacher. Da staut sich die Welle, sie fängt an, sich aufzubauen und bricht dann. Und wenn wir mit zu kurzen Ruten angeln, dann kann das sein, dass die Welle, die sich bricht, die Schnur auf den Boden drückt. Der ist sandig, manchmal auch ein bisschen steinig. Und dann kann das passieren, dass die Schnur zerrieben wird. Ne? Also, dass sie beschädigt wird. Und deswegen stehen die Ruten sehr weit nach oben, dass der Winkel so ist, dass so wenig wie möglich Schnur im Wasser ist. Deswegen diese langen Brandungsruten. Rollen brauchen wir sehr große, die sehr viel Fassungsvermögen haben, die einen großen Spulenkopf haben. Denn je größer die Spule ist, ne, desto weniger Reibungswiderstand habe ich, weil mit einer Umdrehung geht mehr Schnur runter als mit einem kleinen Kopf. Ja, und deswegen haben wir hier sehr große Rollen mit einem sehr großen Kopf drauf. Micha schon wieder mit Biss. Ich schätze, das ist wieder eine Platte, aber kleine. Micha schätzt kleine Platte. Das ist ein kleiner Schieder. Das ist eine Flunde. Schnell mal zu Peter. Eben noch bei Micha. Aber da habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass Peter hier gezerrt hat wie ein Mann. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was da so rauskommt. Was denkst du, Peter, auch Platte? Ja, kleine. Micha sieht die einmal und schätzt die Größe. 18 cm. Gut, kontrollieren wir gleich. Peter meint 18 cm. Übrigens zu Gast im Hintergrund, ihr könnt es sehen, wir haben gerade noch Besuch bekommen von der OZ. Ja, Peter, wie wir jetzt gerade gesehen haben, du hast ja gerade noch einen Fisch rausgeholt und eigentlich an keiner Brandungsroute. Nee, alternativ kann man zu Brandungsrouten, wenn das Wasser ruhig ist, also wir keine große Brandung haben, dann kann man auch mit schweren Fiederrouten angeln. Ich habe jetzt hier eine am Start, die hat bis 180 Gramm Wurfgewicht, das ist natürlich ganz schön fett. 60 Gramm Birnenbein drauf, dünne geflochtene, 4000er Rolle, alles gut. Ja, kleines Vorfach drauf und los geht's. Und bei den Fiederrouten ist die Bissanzeige natürlich viel feiner als jetzt bei einer Brandungsroute, ne? Weil die sind ja richtig kräftig. Ja, definitiv. Deswegen macht sich das ja jetzt auch gerade ganz gut, weil wir wenig Welle haben. Ne? Genau. Der Wind hat ja ganz schön abgerissen. Richtig. Der hat abgenommen. Wir konnten auch die dicken Jacken wieder ausziehen. Langsam wird mir warm. Ja. Ist klar. Und dann waren die Bisse hier drauf eben auch sehr schön zu erkennen. Ne? Wenn nachher zu starke Brandung ist, dann wippt die Fiederrute nur. Da hast du die Bisserkennung natürlich nicht so gut. Dann wie bei der Brandungsroute. Aber so, absolut klasse. Geht auch. Boah, Micha mit Fisch hier. Und das auf Ansage. Mit Ansage? Ich wollte gerade sagen, was war das denn gerade, Micha? Ja. Also wieder, da erkennt man den Könner. Ja, genau. Beziehungsweise Profi, wie auch immer man dazu sagen möchte. Ja, genau. Wieder was Kleines, oder? Nee, der könnte maßig sein. Der könnte maßig sein. Halt dich gleich was im Arm hoch. Du sagst doch einen Grill dabei, wir nicht. Nein. Komm mal. Ah, ja, könnte knapp werden. Petri Heil. Oh, bitte da. Heiko, ich glaube, du musst hungern. Nee! Oh, nee. 25 ist Maß. Heiko am Gerät. Aber es sieht nicht so aus. Sieht so aus, als wenn da nichts dran ist. Außer die Montage. Ja. Na, da hängt nichts dran. So, ich gerade die Route weggelegt und bei Peter sieht das mal so aus. Ich gehe mal auf die andere Seite, sonst sehen wir auch gar nichts wegen der Sonne. Sieht nach Fisch aus, aber muss nicht unbedingt Fisch sein bei der Route, ne? Fiederrute, wenn die sich durchbiegt, heißt das ja nicht unbedingt gleich Fisch. Aber wenn man da mal hinguckt. Aber da kommt was richtig Großes, würde ich sagen.
Also hier haben wir eine richtig schöne große Flunder so. Also einen richtig schönen Teller. Die wird auch mega schmecken, denke ich mal. Das ist die richtige Flunder zum Essen, das ist die richtige Größe, ne? Wenn man Schwanz abnimmt, Flossen abnimmt, Kopf ab. Dann macht das schon Spaß. Die kommt in die Pfanne. Die kommt in die Pfanne definitiv. Petri ja. Nochmal. Ja. Dann ist Heiko, kommt Fisch? Ich würde sagen ja. Oh, was schön. Hey, hey. Schön Platten. Können wir gleich mal versorgen. Ne? Schöne Platte, ja, gleich versorgen. Peter wieder am Drill. Die Sonne geht langsam unter. Einmal Kehrtwende, damit wir ihn noch drauf haben. Ups, Schatten. Was denkst du, Peter? Die Grute ist auf jeden Fall ein bisschen krummer als vorher. Hängt da wirklich ein Fisch dran? Da hängt ein Fisch dran. Vielleicht ist auch ein Stein oder sowas. Oder eine Pflanze oder so. Eine Pflanze, aber ja. Die zappelt, ist glaube ich. Eine Pflanze, die zappelt, glaube ich ja, nicht. Ich auch nicht. Ich sehe einen Platten. Ich sehe auch einen Platten. Petri! Jetzt wollen wir mal sehen, was Peter da für einen Fisch hat. Scholle, wir haben hier Flunder, eine oder? Flunder. Rauch, Flunder, ja. Unterscheidung zur Scholle. Beide haben orangefarbene Flecken. Die Flunder hat keine Schuppen, dafür Knochenhöcke entlang der Seitenlinie und der Flossenansätze. Ne, da hast du so rau wie Sandpapier. Das ist immer ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Das hat die Scholle nicht, die Scholle ist dafür beschuppt. Ja, das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. So viel mal dazu. Ich geh mal gucken, was Heiko hier hat. Wir haben wieder einen Plattfisch. Oh, Heiko. Schön, ne? Von der Größe auch. Schöne Platte. Passend für die Pfanne. Gut, hast du eine schöne Platte hier? Ja, die müssen wir aber erstmal. Ja, na, die ist auf alle Fälle maßig. Die ist auf alle Fälle maßig, ja. Die hat Ü30. Nochmal kurz was zu den Angelhaken, die wir verwenden. Also wir benutzen sehr langschenklige Haken, sogenannte Butthaken. Und sie sollten je nachdem zwischen Größe 2 und Größe 1,0. So, das ist so das, womit man alles abdecken kann. Im Moment fischen wir eine 2er-Größe, also nicht größer. Die ist völlig ausreichend. Und hier geht ja bei den Hakengrößen, ne? Je größer die Zahl wird, desto kleiner der Haken, außer das Schrägstrich 0. Da heißt das, je größer die Zahl wird und eine 0 dahinter ist, desto größer wird auch der Haken. Ne? Also ein 2-0er Haken ist wesentlich größer als ein 2er Haken. Das sollte man dabei auch bedenken. Und in der Regel reicht hier aus, wie gesagt, Größe 2 bis Größe 1,0 ist völlig okay. Damit können wir alles abdecken. Ne? Wenn abends die Dorsche da sind, dann angeln wir ein bisschen größer. Am Tage auf Platten, da angeln wir ein bisschen kleiner. So, Micha gerade mal hier wieder erfolgreich und man muss sagen, sehr erfolgreich, weil die erste Doublette heute. Ja, zwei Flundern. Zwei schöne Flundern, Petri Heil. Jo, Petri Dank. Fast im Sonnenuntergang. Peter nochmal mit Biss. Micha ja gerade mit einer Doublette. Mal gucken, was bei Peter dran hängt. Was hast du für ein Gefühl, Peter? Oh, Platte, ne? Platte. Ja. Was schätzt du, wie groß? Oh, 20, 25. 20, 25. Mal gucken. Da kommt sie auch schon. Und es geht auf jeden Fall in Richtung 20. Eine Flunder. Die Sonne scheint uns noch schön ins Gesicht, allerdings schon ganz weit hinten am Horizont. Ja. Wir machen erstmal Feierabend. Für heute definitiv. Für heute und morgen. Heute konnten wir leider nicht ganz so drauf eingehen. Morgen machen wir mit Micha extra nochmal so Vorfächer und so. Genau. Was wir denn gleich im extra Video
Nee, ich denke, wir machen das hier mit dran. Also wir werden den Film erst fertig machen, wenn wir Micha morgen nochmal da hatten. Weil heute war doch teilweise die Brandung so stark, dass wir dann kein Wort verstanden haben. Zumindest auf dem Video nicht. Richtig. Und von daher machen wir das morgen bei mir. Micha kommt vorbei, Peter holt ihn ab und dann geht's da nochmal los zum Thema Vorfächer, Haken, was da so alles mit dazugehört, alles zum Brandungsgeschirr. Und dann gucken wir mal, dass das Video dann rund ist. Ich denke mal schon. War auf alle Fälle wieder ein schöner Tag hier draußen. Ja. Mit mega Wetter, allerdings das Beißverhalten, naja. Es ging also, aber tatsächlich. War schon echt gut. Ja. Ne? Bisschen mehr Welle, wäre trotzdem mehr passiert, aber c'est la vie. Man kann nicht alles haben. Richtig. Also von daher, wir hatten richtig geiles Wetter, muss man sagen. Ihr seht das ja oder habt es jetzt auch im Video schon gesehen. Ein Sonnenuntergang, mega. Also, mehr geht nicht. Kann den ja nochmal zeigen. Jetzt geht die Sonne nicht gerade so. Habt ihr ja gerade schon gesehen, ich schneide das vorweg. Das habe ich mir gedacht. Das war kein Gummer mit mir. Manchmal. Manchmal. Also. Manchmal immer. Wir machen für heute Feierabend. Ein paar schöne Platten sind rausgekommen, die kommen jetzt in die Pfanne. Und morgen gucken wir uns nochmal mit Micha das Geschirr an. So tun wir. Hallo, bis dahin. Bis später. So, wir sind jetzt vom Wasser gestern wieder nach Hause. Heute hier bei mir auf dem Hof. Und wir hatten ja gestern schon angekündigt, beziehungsweise vor ein paar Sekunden, dass wir ja bei mir nochmal weitermachen. Und zwar Micha nochmal eingeladen ist, damit wir uns ein bisschen was von ihm angucken. Und zwar geht es um Bleie, Vorfächer. Er macht das ja alles selber. Genau. Und ist da, ich sag mal, für mich ist das ein Crack, der ist verrückt, der kann wirklich, also was der dazu alles für Wissen hat, ich hoffe, wir kriegen ein bisschen was rausgekitzelt heute, damit ihr da ein bisschen was für euch mitnehmen könnt. Also beim Einkurbeln vom Fisch sagt mich ja schon, wie lang der ist. Also, ja. Völlig unklar. Der Fisch meinen wir natürlich. Also lass uns mal gucken, was das jetzt so will und dann viel Spaß noch. Ja, wünschen wir beide, ne? Natürlich. Ich nicht. Ich hab's geahnt. Also toi 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 und das wird mit Sicherheit sehr interessant. Davon gehen wir mal aus. Ja, Michael, jetzt hast du hier so ein bisschen aufgebaut. Ja. Und jetzt interessiert uns mal, was hast du hier so alles aufgebaut? Ich sehe, für mich sieht das jetzt aus so Vorfächer. Also Blei ich habe hier mal 10 Vorfächer hingehängt, die, wo ich sage, mit denen kommt man das ganze Jahr aus. Und zwar gibt es eben diese ungeklippten Vorfächer, wo keine Clips dran sind. Das ist für den Nahbereich geeignet oder wenn es eben mal schnell gehen muss. Man hat gerade Fische gefunden und dann muss das schnell hintereinander gehen, weil man die nicht immer wieder zusammenklippen muss. Wenn man allerdings auf Weite kommen möchte, müssen die Schnüre angeklippt sein, dass sie nicht so umherwedeln beim Werfen und so weiter. Mhm. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir einen Klassiker, das ist das Storm. Also mit kurzen Mundschnüren. Wenn die ausgesetzt sind, hängen die so nebeneinander, wie man das ganz normale Brandungsvorfach kennt. Kennt eigentlich jeder. Ne? Mit kürzeren Mundschnüren für, da kommen wir noch später zu, also kürzere Mundschnüre bei Wind und längere Mundschnüre, wenn es etwas ruhiger ist. Ne? Dann haben wir hier das wohl meistverkaufteste in den Angelläden und wird auch selbst viel gebaut. Das ist das sogenannte Holsteiner Vorfach oder Kieler Vorfach oder Kaskadenvorfach. Ein langer Nachläufer hinter dem Blei, einer über dem Blei. Das sind so die ganz typischen Plattfischvorfächer zum Beispiel. Dann haben wir als nächstes das Hamburger Vorfach ist auch ein Nachläufervorfach, obwohl man es so nicht sieht, sind aber nach unten geklippt die Haken. Vorteil ist, dass der Haken hier unten hinter dem Blei schön geschützt wird beim Vormaufprall. Löst dann hier oben aus. So, fertig. Zwei Haken am Seitenarm. Dann haben wir das, was im Augenblick in unserer Brandungsszene sehr viel gefischt wird. Das ist das nur Portsmouth Rig. Da das aber sehr schwer auszusprechen ist, in Fachkreisen einfach das englische Vorfach genannt. Eine Kaskade wird in die untere Mundschnur eingebunden, ein Kaskadenwirbel mit Häkchen dran. Wenn das Ganze auslöst, beim Aufschlagen aufs Wasser, wird der untere Haken freigegeben, auch wieder ein Nachläufervorfach. Lässt sich sehr kurz binden, das Vorfach.
beiden Haken sind gleich hintereinander. Die Würmer werden schön geschützt und das Ganze fliegt natürlich ultraweit. Dann haben wir das Vorfach für steinige Untergründe und wenn viel Dorsch da ist, die viel in die Rute reinrammeln, das ist das Doppellift-System. Wenn das auslöst, ich habe extra hier mal auch mal ein Impact Shield verarbeitet, nicht mehr ganz so gang und gäbe, aber immer, hat immer noch seine Daseinsberechtigung, ein Zweiarm-Vorfach, aber der Fisch kann hier Schnur nehmen, genauso wie oben auch. Kann er auch Schnur nehmen. Das gucken wir uns dann gleich noch mal ein bisschen genauer an. Ja, gucken wir alles ein bisschen genauer an. Es gibt natürlich jeder seine Favoriten. Auch ich habe meine drei und da werden wir dann drauf zurückkommen. Hier ist das Liftvorfach mit einem Arm nur. Da ist ja nur ein Arm dran. Ganz wichtig, wenn man auf Weite kommen will, auf extreme Weite, das ist das Vorfach zum Weitwerfen, hat auch nur eine Mundschnur. Und eben der Riesenvorteil an diesem Vorfach ist, wenn man unruhigen Untergrund hat, also steinig, der Fisch hängt hier dran, man zieht, dann zieht man das Blei aus dem Weg und kann den Fisch ganz normal ausdrillen, ohne dass das Blei unten klimpert in den Steinen. Das ist sehr wichtig, wenn viel Steine sind. Ja, dann haben wir das Neider-Vorfach schlechthin für Plattfische, das sogenannte Wishbone. Wishbone heißt wörtlich übersetzt Wünschelknochen. Das kennt jeder, vom, wenn man Geflügelbraten hat. Der Brustbeinknochen, dieser Wünschelknochen, dieses V, ist auch hier verarbeitet. Da hat man eine lange Mundschnur, wo hinten zwei Haken ganz kurz dran sind. Plattfische sind wahrscheinlich futterneidisch. Eine zieht an der einen Seite sehr oft Dubletten dran, also das funktioniert damit sehr gut. So, dann haben wir hier, das ist auch nochmal, ach, das ist das Wendevorfach, haha. Das kann man einmal, so wie es jetzt ist, nach unten klippen. So. Wenn man das Ganze aber mit einem kurzen Nachläufer angeln möchte, kann man das auch umdrehen. Das kann man hier unten das Blei einhängen. Lässt sich genauso klippen. Dann hat man ein Vorfach für zwei Sachen. Also das ist immer so eins, so die eierlegende Wollmilchsau, ne? Haben wir vorhin schon so gesagt. Mit der kann man alles machen. Einmal ein Zweiarm-Vorfach, einmal ein Nachläufer-Vorfach. Geht in einem Vorfach. So, Michael, du hast ja jetzt gerade mal deinen Liebling rausgesucht. Ja. Das war nochmal welches? Das ist das Portsmouth Rig, das englische Vorfach. Ist ein Nachläufer-Vorfach. Ein Haken hinter dem Blei, ein Haken über dem Blei. Und also das ist so ein Allround-Vorfach, mit dem kann man fast immer fischen, außer gerade bei der Windstärke 6 und höher. Dafür sind die Mundschnüre dann zu lang, aber dazu kommen wir dann zu meinem zweiten Liebling. Aber das erstmal, wie gesagt, hier unten ist ein Clip dran. Es gibt verschiedene Arten, die zu klippen, das zeige ich auch gleich. Mit meinen direkten Vorfächern, das sind ja Vorführvorfächer mit extrem dicken Schnüren, damit man das besser sieht hier. So sieht das nachher geklippt aus. Man glaubt immer, dass dieser Bogen beim Werfen stört oder sich vertüttert und das tut er wirklich nicht. Nee. Gestern, ich habe damit gefischt und ich habe nicht ein bisschen Tüdelkram gehabt, gar nichts. Nee, das denke ich ja. Ich habe hier nämlich jetzt mal welche direkt, so habe ich die denn bei mir in der Tasche, das kann ich ruhig auch mal zeigen, das ist ja nichts, das ist ja kein Geheimnis. So tüte ich mir die ab. Dann steht immer genau drauf, was ich. Zum Beispiel Englisch geliftet, das ist also noch anders als dieses, das zeige ich gleich. Dieses normale Englische ist das, Englisch lift, Englisch lift. Verschiedene Auslösemechanismen für unten für den Haken. Da haben wir bei diesem den normalen Impact Shield, den kennen viele noch auch schon, den gibt es seit, weiß ich, 20, 30, 40 Jahren. Mhm. Etwas neuer dann auf dem Markt ist dieser Imp, ein Impact Bait Clip. Der wird sehr oft verarbeitet, weil das Ding zu 1000% eigentlich auslöst. Also es ist hyper selten, dass sich da mal was vertütet. Das beste Auslösesystem für die Brandungsangler. Das liegt denn daran, dass das wie der Haken ist und unten ist eine kleine Platte gegen. Es ist eine Platte, es ist ein Kipphebel. Ein Kipphebel. Genau. Beim Aufschlagen aus Wasser wird dieser Kipphebel nach oben gedrückt und löst den Haken aus. Mhm. Genau. So sind sie, wie ich sie direkt fische. Ich nehme jetzt mit Absicht mal ein englisches Liftsystem von mir.
direkt aus meinem Bestand, aus meiner Tasche. Das sieht man natürlich jetzt schlechter. Das ist also viel feiner gebunden von den Schnüren und so weiter. Hier ist auch kein Kaskadenwirbel eingebunden, sondern das ist eine Erfindung von mir. Das ist ein kleiner Drahthaken nur, der das genauso gut erledigt. Aber der Riesenvorteil an der ganzen Sache ist, dieser Drahthaken wiegt ein Viertel von einem Kaskadenwirbel. Ja. Der Kaskadenwirbel ist wie ein Anker hinten für die Mundschnur. Das bewegt sich nicht mehr viel. Das bewegt sich noch richtig gut, dadurch, weil es so leicht ist. Der wird direkt eingebunden in die Schnur. Es ist aber das gleiche Prinzip. Aber wir wollten noch mal den Imp angucken. Das ist dieser hier. Das ist ein Kipphebel. In dem Moment, wo das aus Wasser schlägt, sieht man schon, kippt er nach oben und löst die Haken aus. Genau, durch den Wasserdruck. Durch den Wasserdruck hier unten ist eine kleine Platte dran, genau. Hier. Und jetzt wird der Haken einfach hier eingehängt. Dann kommt der Haken, der von oben, der geliftete Haken, das ist nämlich das Gute an diesem Vorfach. Und dann sieht das so aus. Mehr ist es nicht. Es ist sehr einfach. Sieht kompliziert aus zu binden, ist es gar nicht. Die Abstände müssen halt stimmen, das ist wichtig. Na, und wenn er dann auslöst, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Wenn er dann auslöst, gibt er die Haken frei. Und ich habe oben einen Haken und einen Haken. Und bei der ist noch die Besonderheit, oben ist wieder geliftet. Das heißt, ich kann noch mal eine Schnur nachbinden, ohne dass ich alles wieder auseinanderschneiden muss. Ja. Wenn man einen Haken abreißt oder so, was ja mal passieren kann. Unten genauso. Das ist sehr variabel, man muss nicht auf feste Schnurlängen achten. Mhm. Ja, deswegen ist es auch mein Liebling. Wir haben das ja gestern gesehen, wo ich total verwundert war, als mir erstmal eine Ködernadel gegeben. Ne? Weil ja, da war ich entrüstet. Ich ziehe den Wurm so auf. Nein. Und schon kriegte ich fast welche in der Löffel. Ja, viele sagen mir, das ist nur Geldschneiderei vom Angelladen. Das ist aber vollkommener Quatsch. Ja, aber nun komme ich ja mal drauf zurück. Die Nadel ist so wichtig, und zwar deshalb, wenn der Wurm angestochen wird, und das passiert unweigerlich, wenn man den versucht, auf den Haken zu ziehen, das sind alle Schwachstellen im Wurm. Der Wurm explodiert im Wurf. Ja, das hast du mir gestern erzählt. Der zerreißt. Und deswegen, man muss ihn immer versuchen, so überhaupt nicht anzustechen, sondern nur die natürliche Röhre zu benutzen. Dann hält er auch viel besser am Haken. Wenn man ein bisschen weiter werfen möchte und mit Gewalt werfen möchte, dann fliegt der Wurm sonst im Wurf auseinander. Ja. Deswegen Ködernadel ganz wichtig. Gut, das war das eine. Gut. Und dann hat Micha mir gezeigt, ich bin das ja gewohnt, alte Schule. Der Wurm, ne, Peter. Peter ist Grobmotoriker, der zieht den Wurm auf und lässt den Rest vom Wattwurm, habe ich immer auf dem Haken bogen lassen. Den Wurm selber, natürlich die Hakenspitze frei. Das sind jetzt andere Haken, das sind Zeigevorfahren. Ja, das ist viel zu groß, die Haken. Und Micha erzählte mir, du, zieh mal den Wurm ganz über den Haken. Und der komplette Haken hängt frei. Da habe ich mir so im Stillen gedacht, ja, ist klar. Ne, das wird doch nie funktionieren. Aber es hat funktioniert. Die Bisse haben gezeigt, dass das doch anders geht. Ja, und zwar hat das einen ganz bestimmten Grund. Ich sage jetzt mal, hier auf dieser Mundschnur ist nachher ein Wurm oder zwei Würmer, so wie man gerne möchte. Und der Platschel fängt ja nicht an, so wo ist hier das Ende, wo ich anfassen kann, sondern die geht einfach mitten rein und nimmt beide zusammen. Nehmen wir mal den Zander, der den Fisch faltet, ja? Ja, zum Beispiel. So, und dann zieht sie sich den rein und der Haken kommt zum Schluss und sitzt dann vorne, dass man ihn auch gut aushaken kann. Ja. Das ist ein Vorteil und wie gesagt, sie frisst den Haken einfach mit. Dann zieht die mit sich rein. Also es gibt nichts Gierigeres im Wasser als ein Plattfisch. Also man kann den Haken auch komplett freilassen, wie ihr das gestern im Video schon gesehen habt. Ich empfehle es sogar. Ja, ne? Also das kannte ich so auch noch nicht. Gerade wenn man eben so mit diesen Clips und so weiter arbeitet, das kann dann immer sich verhaken mit dem Clip, das Stück Wurm, was da drin ist, und dann löst er nicht richtig aus. Also genau. Man möchte auch, dass es sauber ausklingt. Kommen wir jetzt zum Vorfach für wirkliche Brandung, also wenn es mal windiger wird. Hier sind jetzt, das sind noch keine ganz kurzen Mundschnüre, die haben so 25 cm, 30 cm. Das ist noch lang. Ich fische sie teilweise noch kürzer, bis zu 15 cm runter. Das ist dann, wenn mal eine 6 oder eine 7 kommt, viele sagen dann bleibe ich lieber zu Hause. Ich nicht.
weil mehr Fisch kannst du nicht fangen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also bei richtig Brandung haben wir richtig gut Fisch gefangen. Die Dorsche können dann ausbleiben, wenn es zu viel Sand im Wasser ist. Die mögen das nicht in den Kiemen, dann gehen sie da raus aus der Brandungszone. Aber Plastfische, die legen sich auch in den Sand, die stört das gar nicht. Nee. Das ist das Doppel-Lift-Vorfach. Gerade wenn Dorsche kommen, das Vorfach schlechthin. Viele kennen das, diese extremen Bisse, wo die Rute fast ins Wasser gezogen wird und danach ist Schluss. Jetzt sage ich das auch, was ich gestern gesagt habe. Mhm. Viele glauben, das ist der Biss und ich sage, nein, das ist nicht der Biss, das ist da, wo sie der Fisch schon lose macht. Und zwar hat er vorher gebissen und der ruppt dann nur rein, um sich die Haken wieder abzuschütteln. Das Vorfach hat einen riesen Vorteil, wenn das ausgeklinkt ist. Ich lasse es mit Absicht mal gleich ausgeklinkt. Das heißt Lift. Lift heißt ziehen. Pull. Der Fisch kann hier Schnur nehmen. Das heißt, wenn er versucht, sich loszumachen, ruppt er nicht gleich in die ganze Rute rein, sondern er muss erstmal ein Stück Schnur nehmen. Und es wird dadurch abgedämpft, geschwächt. Dieses Reinrammeln in die Rute. Ja? Oben genau das Gleiche. Der Riesenvorteil an dieser ganzen Sache ist, es ist das Vorfach, guck mal, das hat so eine Länge von 80 cm. Geklippt hat das nachher höchstens noch 50 oder 60. Impact Shield, dazu sage ich gleich noch was, weil man muss sie auch richtig verbauen, damit sie funktionieren. Der zweite Haken wird, das ist dann wichtig, wenn ihr sowas baut, genau entgegengesetzt einhängen. Und dann schon ist das ganze Vorfach nur noch so 50, 60 cm lang. Lässt sich super gut werfen. Die Würmer sind nachher hier, werden geschützt durchs Blei beim Aufprall aufs Wasser und kommen dann auch heil im Wasser an. Mhm. Sie sollen ja nach und nach ihren Duft abgeben und nicht vorher explodieren, dann gibt es einmal eine kurze Wolke und das war's. Genau. Ne, also guter Schutz für die Würmer, kompakt, lässt sich irre weit werfen. Das ist eigentlich das Allrounder-Vorfach, sage ich mal so. Kommen wir nochmal zu diesem Impact Shield. Ich habe das, wie gesagt, das habe ich euch auch gestern schon erzählt. Es wird viel dieses Impact Shield verbaut. Aber das wird dann schön raufgezogen, auch mit dem Gummi und so weiter. Aber es wird vergessen, hier eine Stopperperle vorzumachen. Ich habe das extra mit farbigen Schnüren gemacht, so kann man das sehen. Die werden hochgezogen und dann sieht man, wie die Schnur nach vorne kommt. Das kann man sehen. Die drückt dann die Haken nach draußen. Mhm. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn sie hier gestoppt wird von der Perle. Und ich habe dann gesehen, oh, ich habe mir meine Vorfläche selber gebaut. Ich sage, das ist ganz toll, aber das Ding kann nicht funktionieren. Ja. Ne? Da habe ich ihm das ja nochmal erklärt. Ich sage, da musst du eine Perle vormachen und dann funktioniert das gut. Es ist auch immer noch ein gutes Auslösesystem. Es funktioniert auch, aber es ist halt klobig. Man muss aber auch an einiges denken, also oder bedenken. Ja, ne? Es ist halt sehr klobig. Wenn man da den Impact daneben nimmt, den Imp, wie klein und niedlich der dagegen ist, ne, ist viel weniger Luftwiderstand. Man hat eben versucht, etwas zu bauen, was immer weiterbringt. Immer jeder Meter zählt. Richtig. Ne, man muss auch Fische erreichen können, die weit draußen sind, bei 150 Metern. Und da wird es mit dem Impact hier schon wirklich schwierig. Das bremst schon arg. Gut, also das ist der zweite Favorit, gerade wenn es etwas ruppiger wird, das Vorfach schlechthin. Wie ist das mit den Einhängern hier unten fürs Blei? Also da gibt es ja die verschiedensten Varianten. Ja, genau. Und ich plädiere auch zu Schnellwechselsystemen das oder ist, Blei so, ist, oder Karabiner. Das ist ein von Breakaway, ein Einhängelink. Ultra stabil. Ja, deswegen. Ja. Der Riesenvorteil an diesen Runden ist, dass ich nirgendwo die Schnur hinterhängen kann. Ja, richtig. Genau das. Es gibt ja auch von, ich weiß gar nicht, ob ich die Firma sagen darf. Ja, das ist. Es gibt bei uns ist ja egal. Wir es gibt auch welche, die haben einfach nur diesen Haken, wo man das Blei anhängen kann. Ja. Von Spro oder so oder Balzer baut ja auch alle möglichen Firmen. Dega. Ist immer gerade, wenn man damit Nachläufer-Montage fischt, hängen sich da rein. Ja. Deswegen immer, ich nehme die von Breakaway, weil sich da nichts einhängen kann. Mhm. Ja. Ja, zu den Schnüren können wir auch sagen, diese Vollschnüre, das ist ja Mono, haben immer ihren Vorteil, sie haben Dehnung. Sie haben Dehnung, ja, bei Bissen manchmal. Natürlich, gerade wieder bei diesen Dorschbissen, wenn sie so reinrammeln, ist eine Mono gar nicht so schlecht. Und ich kenne auch viele, die beim Plattfischangeln auf Mono schwören. Sogar die Schnüre noch durchhängen lassen, damit sie ganz viel, überhaupt nichts merken am Anfang, sich dann selber haken.
Was auch wieder so ein Thema, man braucht in der Brandung nicht anschlagen, die Fische haken sich alle selbst. Die haken sich selber, ja, richtig. Das ist richtig. Ich schlag auch nicht an. Ne? Also das ist ja auch Blödsinn, mit einer 4,25 Route da noch einen Anschlag zu setzen. Da hast du wahrscheinlich dann die Innereien am Haken und der Fisch schon. Wie gesagt, ich habe Sachen gesehen, da haben Leute angeschlagen, als ob sie hinter sich aufschlagen. Aber, ja, ja. Aber nee, das braucht man nicht. Vollkommen unsinnig. Ja, wenn man sich dann den Radius von der Route bedenkt, dann einmal, wenn 9 du da Meter hochlegst. Ja. Bei einer 4,20 Meter Route. Ja. Ja. Das ist schon hart. Das ist richtig. Ne, da braucht man nur ankurbeln, fertig ist der Lack. Ansonsten ist nur noch die Lippe dran. Kommen wir zum dritten meiner drei absoluten Favoriten. Das ist die Wischbodenmontage. Wird ähnlich wie die englische Montage mit einer Schlaufe geklippt. Ist ein Zweihakensystem, aber an einer Mundschnur. Das Ganze sieht so aus, wenn es ausgelöst hat. Ich habe extra mit Absicht verschiedene Auslösesysteme genommen, damit man die auch zeigen kann. So sieht das Ganze aus. Ist ein Leidervorfach, und zwar Plattfische sind nie allein unterwegs, sind immer im Schwarm. Ich habe das gefilmt, was passiert, wenn man sowas mal hinterm Boot hinterher zieht. Ich habe ja, das ist unglaublich, was da abgeht. Mhm. Also die eine zieht da, die andere zieht da, Hebel gesetzt. Wenn da gezogen wird, dann wird der wieder ein Stück nach vorne gezogen. Und ruckzuck hängen zwei Plattfische drauf. Das Ganze ist auch so gemacht, weil ich das ganz gerne mag. Also eine Durchläufermontage, mag Peter auch gerne, das weiß ich. Ja. Ne, dass die Bisse nicht in die Hauptschnur gehen, sondern immer erst über eine Umlenkrolle ist, wie beim Flaschenzug. Richtig. Ne, dass es nicht die ganze Kraft sofort da reingeht, sondern dass sie erst immer ein Stück Schnur nehmen müssen, um in die Route zu gehen. Das ist noch recht kurz gehalten jetzt. Im Normalfall fische ich diese Mundschnur, diese Länge, auf einen Meter hinterm Blei. Mhm. Also da wird dann nicht auf die Lockwirkung vom Blei gehofft, sondern da ist rein der Neid. Mhm. Ne, das ist, was dort angesprochen wird. Irre gutes Vorfach, wenn man weiß, es sind genügend Plattfische da, dann ist das Vorfach überhaupt. Ich denke, ist doch auch eine schöne Variante vom Belly aus, oder? Natürlich. Vom Belly und auch, wenn man Naturköder angelt, vom Kutter aus. Kutter macht das ja manchmal auch. Genau. Dann hängen aber nicht hier 150 dran, sondern manchmal 300, 400, 500. Ja, ne? Also richtig Gewichte. Ja, der Köder muss auch am Grund bleiben. Ja. Und dann sind solche Montagen natürlich absolut top. 300 Gramm in der Abdrift und 500 Gramm in der Andrift, damit du den hinteren nicht reinhabst. Ja, genau. Wenn du Andrift angeln musst, ja, das ist richtig. Ja, genau. Oben wird das Ganze nur mit einem kleinen Haken, der zweite Haken gehalten, der andere unten. Sehr einfach, aber hocheffektives. Wollte ich gerade sagen, sehr effektives Vorfach. Ja, sehr effektives Vorfach. Das sind so meine drei Favoriten von den ganzen, die wir gezeigt haben. Es gibt, ich könnte aus dem Stegreif bestimmt 30, 40, 50 verschiedene Vorfächer binden und dann noch mit den Mundschnüren variieren. Und, ja. Und da könnte man liften, da kann man es dann festmachen, das kann man alles. Es gibt so viel, irre viel. Ja, das war jetzt mal ein ganz, 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 ganz kleiner Einblick in das, was man alles so machen kann. Und Micha ist ja nun die absolute Koryphäe, was das Brandungsfischen angeht. Und wer so richtig auf Brandung angeln will oder Brandungsangeln machen will, der bindet sich seine Vorfächer nachher auch bestimmt selber. Wir haben gestern schon ganz teil zu gesagt zu den Gekauften, und da hat Micha sicherlich auch noch einiges zu sagen und hat auch schon was gesagt. Ne? Also meistens habe ich die dann auseinandergeschnitten und habe da dann eben die Vorfächer richtig draus gebaut. Früher mal, als ich noch viel mehr an der Brandung war. Heute auch ja nicht mehr so die Zeit. Aber Micha, du hast noch was in eigener Sache in der Richtung? Richtig, wir von uns, von den Beach Brothers, von unserem Club, wir hatten eigentlich vor, schon seit letztem Jahr, richtig solche Bastelnachmittage zu machen, wo man sich seine Vorfächer bauen kann. Wir sind ja auch bei Facebook präsent. Und da mussten wir alles absagen, weil Tante Corinna vorbeikam und uns da richtig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ihr bastelt dann am Wasser? Das heißt, Leute, am Wasser, genau. Oder wir haben dann meistens Pavillons mit, wo man dann noch ein bisschen geschützt drunter sitzt und so weiter. Immer ein Grill dabei. Also Fleisch mitbringen. Wir mögen alle gerne mal ein Würstchen und ein Stück Fleisch essen. Ja. Und das haben wir früher öfter gemacht. Ist alles nicht mehr möglich, weil eben Corona uns dann richtig Strich durch die Rechnung macht. Aber zum Thema Vorfächer.
die gekauften Vorfächer sind, das wird nichts in Deutschland gebunden. Das wollen wir mal ganz klar sagen. Ja, das auch, das ist klar. Das kommt alles von irgendwelchen Leuten und die haben eigentlich gar keine Ahnung, was sie da bauen. Nee, sicher nicht. Da wird nicht ein Knoten nass gezogen. Ja. Wir wissen selber, jeder Knoten, der nicht nass gezogen wird, verbrennt. Das sind alles Sollbruchstellen, da muss man sich wundern, wenn man nachher beim Nachwerfen ist alles weg und es ist nur noch ein Kringel dran. Ja, das kennen wir. Die Knoten fliegen dir so weg, deswegen selber bauen. So schwer ist es nicht, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt. Und das hält dann auch. Vor allem kann man sich seine Komponenten selber aussuchen. Vernünftige Wirbel, dass das alles hält. Wir hatten schon Vorwege, da sind die Wirbel gebrochen. Ja, genau. Sowas darf einfach nicht passieren. Richtig. Und wenn man da gute Wirbel nimmt und so weiter, gute Haken. Jeder kann sich seinen Haken nach Gusto aussuchen. Ich habe meinen gefunden. Ne? Jeder hat so seine. Genauso mit den Bleien. Also, lieber selber bauen, dann weiß man, was man hat. Ganz einfach. Ja, zu den Bleien nochmal. Ich sehe ja bei dir hier. Also in der Regel so eher die Birnenform so, ne? Oder richtig. Olivenform so. Ich sehe eigentlich nicht so viel Brandungsbleie, die Krallenbleie. Gerade bei starkem Wind oder so wird einem ja auch immer suggeriert. Ich habe selber Ich habe in meiner großen Angelbox, die riesig ist, wo sehr viel Zeug drin ist, habe ich eine Packung drin mit zwei Krallenbleien. Wenn eine 8 aus Nordwest kommt, okay. Und ich nichts mehr zum Halten kriege. Dann nimmst du einen Krallenblatt. Ja, aber sie ist nur original verschlossen. Ja. Also, ich habe sie noch nicht gebraucht. Ich kann da kurz was zu erklären. Das ist ganz einfach. Diese Bleie kennt jeder. Weitwurfbleie, fliegen gut. Ja. Es ist gewollt rund. Also, wenn ein bisschen Seitwind kommt, das Blei fängt an zu prollen. Nicht gleich panisch werden und Kralle ranmachen, sondern lasst das Blei rollen. Das Blei sucht mit dem Vorfach euren Fisch. Genau. Sehr einfach. Wenn es jetzt etwas windiger wird, sowas, rollt immer noch. Aber wenn es zu arg zieht, schiebt es ein bisschen Sediment vor die Kante, bleibt besser liegen. Wenn es dann noch ein bisschen windiger wird, Pyramidenbleie. Fliegen gut, rollen nicht mehr, schieben etwas Sediment davor. Ich behaupte, das Blei liegt genauso gut wie ein Krallenblei. Genauso fest. Aber es hat einen riesen Vorteil. Wenn wir aktiv Brandungsangeln, wir wollen die Route mal ein bisschen weiter versetzen, 2 Meter nachdrehen. Wenn man das mit der Kralle macht, ist die auf und dann passiert nichts mehr. Ja. Das hält nicht mehr. Das schiebt sich wieder wie ein Bulldozer in den Sand und bleibt liegen. Ja, das ist natürlich geil. Ja. Für aktives Brandungsangeln immer Pyramiden. Mhm. Wenn es richtig wird, gibt es sogar noch Doppelpyramiden. Ja. Also der Markt ist weit offen, es gibt viel. Und also Bleiformen. Jetzt haben wir noch ein Blei, das müssen wir auch noch erwähnen. Das ist das sogenannte Lifterblei, kommt eigentlich aus der Karpfenszene. Ja. Liegt so im Wasser, das ist, hat hier unten Kiel, das sackt so ab. Das hat einen riesigen Vorteil, wenn ich daran ziehe und es schnell einkurbel, hat es das Bedürfnis aufzusteigen. Das heißt, wenn ein steiniger Grund ist, wo wir gestern waren, da gibt es richtig steinige, felsige Stellen, dann ist man schnell aus der Gefahrenzone, deswegen diese aufsteigenden Lifterblei. Sind die gut? Es gibt für jedes Blei, für jede Situation die richtigen Blei. Tja, das war's schon wieder zum geilen Video. Genau, gestern schön am Strand, ein paar Platten verhaftet. Heute mit Micha übrigens nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Mühe. Ein paar Tipps für euch, für uns, weil wir lernen nie aus und ich denke mal, das geht jedem anderen auch so, weil wenn jemand behauptet, er weiß alles, ich glaube, das geht schief. Das geht schief, auf alle Fälle. Also auch ich konnte ja wieder was Neues lernen. Und nochmal, Micha, danke für deine richtig geilen Tipps. Ich habe da auch noch was. Also, ja, wir haben ja von Micha einen mega geilen Tipp gekriegt. Haben wir? Wir werden mal Brassen angeln. Ah, stimmt. Und dann wird Micha uns mal was Besonderes zeigen. Genau, das hat er vorhin angesprochen. Also da kommen wir definitiv drauf zurück. Ich habe jetzt schon Hunger. Also nachdem er da, was er da so erzählt hat, ich bin echt gespannt. Also, und zum Essen brauche ich ja nichts sagen. Nee. Wie wir gerade von Micha auch gehört haben, Micha sieht Peter in den Videos immer nur essen. Also er hat das ist gar nicht wahr. Ja. Naja, manchmal ein bisschen. Also, schönen Restsonntag euch. Von uns allen dreien. Von uns allen dreien. Micha auch nochmal. Zack. Genau. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Und wenn ihr was haben, sein sollte, Fragen oder wie auch immer, in die Kommentare bei Instagram mal mit reingucken, weil da seid ihr definitiv dichter an uns dran, weil wir dort auch mal dann direkt von dem Tag, wo wir was machen, auch mal ein Bild hochladen oder, so wie gestern, auch mal ein kurzes Video in die Story reinsetzen. Genau.
Also, schönen Restsonntag. Tschüss. Tschüss.